Ich hatte auch Wut auf Gott und habe ihn nicht verstanden, warum er das, man sagt ja, es geht an, ich muss an ihm vorbei, er lässt es zu, was einem passiert. Und ich habe so meine ganz einsamen Spaziergänge gemacht und habe da wirklich Gott auch angeschrien. Ich habe gesagt, was denkst du dir dabei? Also warum durfte die mir das antun und vor allen Dingen auch beim zweiten Mal? Warum durfte die jetzt wieder so nah an mich rankommen und mich angreifen? Und habe das richtig rausgeschrien. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Was ein Traum ist, das wissen wir alle. Was dagegen ein Trauma ist, ist vielen nur vom Hörensagen bekannt. Erst wenn man mal eines selbst erlebt hat, spürt man, wie mächtig das sein kann und welchen Einfluss es auf das eigene Leben haben kann. Und im Gegensatz zu einem Traum, aus dem man irgendwann aufwacht und dieser dann vorbei ist, ist es bei einem Trauma ganz anders. Davon kann uns unser Gast heute aus eigener Erfahrung berichten, aber auch davon, wie sie ihr Trauma überwunden hat. Herzlich willkommen, Christel Eggers. Danke, hallo. Jeder Mensch macht mal schlimme Erfahrungen, mal mehr oder mal mehr, weniger, aber nicht alles wird zu einem Trauma. Was macht eine Erfahrung zu einer Trauma-Erfahrung? Also zum einen ist es so, dass das wirklich dieses Grundsicherheitslebensgefühl erschüttert ist, dass man nicht mehr sich sicher fühlt, dass man sich bedroht fühlt, dass man ja eigentlich die Basis seines Lebens verliert. Und ich denke, es ist aber auch also es kommt darauf an, wie auch der Mensch darauf reagiert. Das ist sehr individuell. Und ich würde auch nicht sagen, dass meine Erfahrungen jetzt für jeden so gelten, wie sie für mich waren, weil jede Persönlichkeit reagiert anders auf Ereignisse. Gibt es da auch, wir sprechen natürlich gleich über Ihre Erfahrungen, denn das ist ja ganz wesentlich auch für das, was Sie dann zur Heilung beitragen könnten. Gibt es auch körperliche Symptome, die auf ein Trauma schließen lassen können? Ja, ich denke, in der Psychologie spricht man vom PTBS-Syndrom. Das ist das posttraumatische Belastungssyndrom. Das geht über Schreckhaftigkeit, das geht über, dass einem Worte fehlen, Blackouts, dass man manchmal nicht mehr weiß, Vergesslichkeit, wo Sachen liegen, was man gesagt hat, was vor ein paar Tagen war. Also das ist einmal so die psychische Seite. Es geht aber auch in die körperliche Seite, dass man zum Beispiel Hormonschwankungen hat, dass man mit Depressionen zu tun hat, was auch mit den Hormonschwankungen zu tun haben kann. Also da gibt es schon eine Menge Auswirkungen. Weiß man, Sie sagen jetzt gerade Hormonschwankungen, aber weiß man genau, wie das physisch zusammenhängt? Also was passiert da genau im Körper? Was ist ein Trauma? Ist das, also ich habe mal gelesen, das ist auch ein Schutz des Körpers, oder damit es nicht irgendwie tiefer geht oder so, oder verwechsel ich da irgendwie etwas? Was passiert da? Ich bin keine Fachfrau. Also ich bin nicht in der Richtung zu Hause. Ich denke aber, es gibt so etwas, dass man sich abschottet, dass man wie unter einer Käseglocke ist. Erstmal, weil man diesen Schock, es ist ja oft auch was Plötzliches, diesen Schock erstmal verarbeiten muss, dass man wie nicht richtig sich im richtigen Leben fühlt, sondern wie neben sich steht. Es kann aber eben auch sein, dass man körperlich wie gelähmt ist, wie erstarrt. Das gibt es ja in der Psychologie alles. Vereist innerlich, also solche Reaktionen gibt es. Was war es denn bei Ihnen? Wie haben Sie denn reagiert? Oder sagen wir erstmal, was hat es denn überhaupt ausgelöst? Was war passiert? Die Situation. Ich habe mich über viele Jahre lang um eine Nachbarin gekümmert, die frisch verheiratet in meine Gegend zog und die nicht Deutsch sprach, nur ein paar Brocken Englisch. Und der Ehemann hatte mich gebeten, dass ich sie ein bisschen unter meine Fittiche nehme. Und dann hat es sich über einen langen Zeitraum entwickelt, dass ich sie mitgenommen habe in den Mutter-Kind-Kreis, dass ich ihr ausgeholfen habe mit Babykleidung. Natürlich hilft man sich dann auch unter Nachbarn. Kindergeburtstage gemeinsam feiert. Und die Ehe entwickelte sich dann leider nicht gut. Nach 6 Jahren war dann die Scheidung angesagt und sie zog um. Und ich habe immer geholfen und organisiert, die Helfer für den Umzug organisiert, viel geholfen. Und dann hat sie aber offensichtlich sich in eine Depression oder in eine psychische Krankheit reinentwickelt, was ich nicht wusste, weil sie ja nicht mehr in meiner Nähe war. Und
irgendwann nach einem gewissen Zeitraum, nach ein paar Jahren, hat sie mich in einem Discounter angegriffen, indem sie ein Pfefferglas aufgeschraubt hat, sich den Pfeffer in die Hand gekippt hat und dann mir ins Gesicht geworfen hat. Pfeffer ist ja eine Waffe, auch gibt ja Pfefferspray und sowas. Und die Auswirkungen waren dann schon heftig, also sowohl körperlich als auch psychisch. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Ja, mein Verstand hat nicht kapiert, warum sie mir das antut. Ich habe ihr immer nur Gutes getan. Ich habe ihr immer nur geholfen. Und ich war wirklich geschockt aus heiterem Himmel. Was soll das? Warum macht sie das? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe Weinanfälle gehabt aus heiterem Himmel. Ich konnte es nicht mehr verstehen, nicht mehr halten. Ich hatte natürlich durch den Pfefferangriff eben auch im Gesicht Schmerzen über Wochen. Die Gesichtsmuskulatur, die sich da zusammengezogen hat, hat sich in Stresssituationen auch noch Monate und sogar auch noch Jahre danach in Stresssituationen wieder verkrampft. Heute ist es zum Glück nicht mehr, aber es hat mich lange begleitet. Also ich habe lange eine Erinnerung daran gehabt. Das waren also die, das heißt, da muss man gar nicht groß fragen, woran haben Sie es gemerkt, dass das was Traumatisches war? Das war ziemlich klar und sehr, sehr deutlich. Also physisch, aber eben auch vor allen Dingen diese Weinanfälle. Ist Ihnen gleich das Wort Trauma in den Kopf gekommen oder hat es eine Zeit gebraucht, bis Sie überhaupt identifizieren konnten, was da mit Ihnen passiert ist? Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich richtig realisiert habe, was da abgegangen ist. Das war natürlich sehr durch die Gewalt in dem Moment auch ein richtiger Schock. Aber es hat eine ganze Weile gedauert und ich habe Hilfe von Freunden gehabt, die mir geholfen haben, das einzuordnen. Man fragt sich ja, was passiert da? Warum passiert mir das? Warum tut sie das? Also man steht da irgendwie so erstmal wie der Ochs vorm Berg und weiß nicht, wie man es einordnen soll. Und dann hat mir eine E-Mail von einem Freund geholfen und hat gesagt, du gehst immer so offen auf Menschen zu, dass dich das besonders trifft, weil du eigentlich da wenig Schranken hast und Menschen in dein Leben einlädst, muss dich das besonders treffen, dass jemand auf diese Art und Weise reagiert. Wie ich vorhin schon sagte, jede Person reagiert anders. Es hängt damit zusammen, welche Persönlichkeit das ist, in welchen Umständen, welches Temperament. Und für mich war das schon, es hat mich sehr getroffen. Und das hat mir geholfen, das einzuordnen. Das nimmt auch ein bisschen vorweg, was ich eben so dachte, denn nicht jeder wird so reagieren. Also ein anderer wird das vielleicht hören und wird sich denken, ja gut, also ja, die Frau hat mal anders reagiert, als man sich das so denkt. Ja, so, also. Ne? Ja, gut, wenn man Pfeffer ins Gesicht kriegt, ist, glaube ich, nicht so normal. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Was ich damit nur sagen will, ist, dass offenbar es gibt nicht nur so einen objektiven Maßstab, wo man sagen kann, also das wird auf jeden Fall zu einem Trauma führen, sondern es hat auch mit der eigenen Disposition zu tun. Nämlich. Ja, auf jeden Fall. Und das hat dieser Freund dann ja offenbar erklärt, weil Sie so offen sind für Menschen, was für Sie besonders dann traumatisch, dass es so sich ausgewirkt hat. Haben Sie auch professionelle Hilfe suchen müssen? Also da gibt es ja wahrscheinlich etwas, ne? Ich habe gewusst, dass ich ganz, ganz viel Hilfe brauche. Ich habe gehört, alles, was ich jemals gepredigt habe auf Seminaren oder in Vorträgen, muss ich jetzt selber anwenden. Auch das, was ich vorher schon an Erfahrungen hatte. Ich habe eine Seelsorgerin in meiner Kirche gefragt, ob ich sie jeden Sonntag in Anspruch nehmen kann, wenn mir danach ist, weil ich die Geschichte nicht immer wieder von vorne erzählen wollte. Und das war eine große Hilfe. Also ich konnte sonntags hingehen und sagen, du, ich habe eine solche Wut auf diese Frau. Ich möchte am liebsten aus sicherer Entfernung ein paar Hunde auf sie hetzen, die soll auch Schmerzen haben. Sodass ich also meine Wut loswerden konnte, dass ich meine Ohnmachtsgefühle loswerden konnte, dass ich auch jemanden hatte, mit dem ich regelmäßig beten konnte. Und reden vor allen Dingen auch. Das war für Sie hilfreich? Gibt es so, sagen wir mal, jemand glaubt nicht? Was macht dieser Mensch denn dann, der ein Trauma hat? Was kann man dann tun? Eine Freundin oder einen Freund fragen, ob er bereit ist, diese Rolle zu übernehmen, weil nicht jeder mag immer wieder mit diesem Thema konfrontiert werden. Es ist auch sie schon wieder, kann auch so, oder er schon wieder, kann so eine Reaktion sein. Sodass man wenn man jemanden in der Familie oder im Freundeskreis hat, zu dem man Vertrauen hat, kann man den fragen, ob man den jederzeit anrufen kann oder ob man sich in der akuten Phase vielleicht alle 14 Tage mal trifft. Dass man also darüber reden, ist wirklich eine große Hilfe. Freund oder Freundin oder Pfarrer, Pfarrerin oder eben auch professionelle Hilfe. Dass man zum Arzt geht und sagt, ich brauche da jetzt psychotherapeutische Hilfe und Begleitung. Was macht so ein Therapeut?
Ich bin keine, keine Ahnung. Okay. Und Sie haben auch nie an den Arschbock. Doch, ich habe doch, als die ganze Geschichte, sie hat mich ja ein zweites Mal noch angegriffen. Ach so. Als die ganze Geschichte abgeschlossen war, habe ich hinterher gedacht, ich möchte gerne sicher sein, dass ich für meine Seele alles getan habe, was ich tun kann. Und hatte dann 5 Doppelstunden bei einer traumaerfahrenen Psychotherapeutin. Mhm. Und das hat mir auch geholfen und gut getan. Gibt es da bestimmte objektive Dinge, die die dann machen? Oder geht es eher darum, dass man das nochmal erzählt? Ist das die Therapie? Ich versuche einfach nur zu verstehen, ja, wie man das überwinden kann. Also was mir geholfen hat, ist zum Beispiel in der ersten Sitzung hat sie zu mir gesagt, sie hat sie beschädigt. Und das nochmal zugesprochen zu bekommen, weil man fragt sich ja, bin ich irgendwie blöd, bin ich verrückt, denke ich irgendwie hier um die Ecke oder verkehrt. Nee, sie hat mich beschädigt. Und das nochmal richtig anzuerkennen von außen, dass jemand das von außen anerkennt und nicht nur ich selber mich damit abfinden muss oder mit mir selber klarkommen muss, das hat mir schon geholfen, zum Beispiel. Hilft es auch, also in diesem Fall, ich meine, wenn es ein Unfall war, ist ja eine ganz andere Geschichte, aber ich stelle mir gerade vor, ob es auch helfen würde, zu verstehen, warum diese Person so reagiert hat. Oder, das war über 3 Jahre außerhalb meiner Reichweite. Ah ja, Also sie hat sich in eine paranoide Schizophrenie mit Verfolgungswahn entwickelt. Und das habe ich aber am Anfang nicht gewusst. Und da kann man auch nichts machen. Also sie jedenfalls nicht. Nee, kann man also sich nur für von mich fernhalten war dann, ne? Zum Beispiel am Anfang die Frage, sie greift mich an. Ich lebe in einer Kleinstadt. Ich kann nicht immer aus dem Weg gehen. Verteidige ich mich und beanspruche meinen Platz im Leben und in der Stadt? Oder ergreife ich die Flucht? Das war für mich wirklich eine reale Frage. Und erst nachdem ich wusste, welche Art von Krankheit sie hat, habe ich gesagt, nee, verteidigen hat keinen Sinn. Du musst die Flucht ergreifen, das ist das einzig Sinnvolle. Aber hätte ich das nicht gewusst, hätte ich da immer weiter gekämpft innerlich. Muss ich jetzt immer jemanden zum Einkaufen mitnehmen? Oder wenn ich irgendwo hin will oder ins Museum will, kann ich nicht mehr alleine gehen? Welche Einschränkung des Lebens bedeutet das und so? Also. Furchtbar. Dazu fällt mir ein, auf Ihrer Webseite sprechen Sie von Freiheit. Freiheit entdecken steht da als Untertitel. Passt das insofern dazu? Also das, was Sie jetzt gerade erzählen, hat Ihre Freiheit ja unglaublich eingeschränkt. Mhm. Das heißt, Sie werden natürlich versuchen, die Freiheit wieder neu zu entdecken. Ist das vorübergehend noch verloren gegangen, diese Freiheit? Und haben Sie sich die wieder erobern können? Also ich glaube, es war für mich auch eine Erfahrung und wichtig, dass ich in der Situation Freiheit entdeckt habe. Also es ist ja eine bedrohliche Situation. Sie weiß, wo ich wohne. Sie kann mir was in den Briefkasten schmeißen. Was weiß ich, sie kann mir was antun. Sie kann meinen Kindern was antun. Und unter dieser Wolke zu leben, unter dieser Bedrohung zu leben, das ist schon, ja, ist schon eine Nummer. Und ich habe verschiedene Dinge erlebt, die mir geholfen haben. Also zum Beispiel hat mir ein Ritual geholfen. Es ging ja über 3 Jahre. Und irgendwann denkt man, wirst du jetzt selber verrückt? Oder entwickle ich jetzt einen Verfolgungswahn, weil ich mich immer umgucke, ist sie in der Nähe oder nicht? Und ich habe in Ritualen und in Symbolen auch Hilfe und Freiheit entdeckt. Also zum Beispiel stand auf meiner Fensterbank ein segnender Jesus, eine Holzfigur, die mir ein Schreiner geschenkt hat. Und ich habe mich morgens davor gestellt und habe mich bekreuzigt und habe gesagt, ich gehöre nicht Katie, ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre Jesus. Und das hat mich befreit, das hat mich unglaublich befreit, weil ich hatte ja wirklich das Gefühl, die Polizei sagte, das nächste Mal kann sie ein Messer in der Manteltasche haben. Sie müssen darauf vorbereitet sein. Also das heißt, ich muss damit rechnen, dass mir wirklich ernsthaft was passiert und ich sterben kann, also im Ernstfall. Und dann dazu sagen, ich gehöre nicht dieser Person, ich gehöre nicht dieser Unsicherheit, ich gehöre nicht dieser Situation, ich gehöre auch nicht mir selbst, ich gehöre Jesus. Welches Gefühl hat das ausgelöst oder was hat sich aufgelöst? Ja, Freiheit. Es hat die ganze Wolke von mir genommen, weil ich wusste, die Angst ist ja um mich selber, natürlich auch um meine Familie, um meine Kinder. Aber vor allen Dingen um mich selber. Was passiert da mit mir? Was für Möglichkeiten gibt es? Die Sicherheit ist ja weg. Und dann zu sagen, ja, es liegt nicht an ihr, es liegt auch nicht an mir, sondern mein Leben liegt in Gottes Hand.
das hat mir schon, das habe ich jeden Morgen praktiziert, damit es mir ins Bewusstsein eindringt und mich wirklich trägt. Was ich ja nebenbei nicht verstehe, ist, dass diese Person dann nicht in irgendeiner Form verhandelt wird oder der ihre Freiheit eingeschränkt wird. Sie hätte mich erst erstechen müssen oder irgendwie verletzen müssen, solange sie mir nicht, also das war wirklich so, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, solange sie mich nicht ernsthaft verletzt, haben sie keine Handhabe, sie irgendwie. Das ist offenbar eine Lücke. Aber gut, das hilft jetzt nicht weiter. Das ist ein anderes Thema, ja. Das ist ein anderes Thema, genau. Ihnen hat das weitergeholfen, Sie haben also von einem Ritual gesprochen. Gibt es auch Bibelverse oder Ähnliches, die für Sie hilfreich waren? Oder war es vor allen Dingen das, morgens diesen segnenden Jesus anzuschauen? Es war ganz viel. Also Musik, ich bin sehr empfänglich für Musik, ich bin empfänglich für Kunst. Es gibt Lieder, die mir durch diese Zeit geholfen haben. Manchmal alte Lieder. Die Menschen, die Generationen vor uns durch schwere Situationen gegangen haben, haben manchmal eine Ausdrucksweise, die tragen kann. Oder aber auch ein englisches Lied, Majesty heißt das, in dem es heißt, ich stehe mit leeren Händen vor Gott, aber ich bin lebendig. Und ich wollte lebendig sein. Ich wollte nicht, dass diese Situation, dass diese Frau mich gefangen nimmt, sondern ich habe gesagt, ich lasse mir das Leben nicht wegnehmen, ich will lebendig sein. Und da habe ich ja, viel Musik gehört und viel Bibel gelesen, Tagebuch geschrieben. Das hat mir vor allen Dingen geholfen auch. Ich schreibe immer nur auf der rechten Seite eines Buches oder eines Heftes und blätter dann zurück und ergänze auf der linken Seite, was sich ereignet hat oder wo Gebetserhörungen waren oder wofür ich Danke sagen kann. Das hat mir auch sehr geholfen. Interessante Methode. Wie lange ist das jetzt her in etwa? Also einfach nur 2006 bis 2009. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie lange es braucht, um so etwas zu überwinden. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert? Also Familie, Gemeinde, Nachbarschaft? Hatten die Verständnis dafür? Also ich stelle mir vor, dass oft Leute dann sagen, nee, also ich soll sich mal nicht so anstellen. Ne? Aber Ihr Bedürfnis in der Situation ist ja eines jeden, der ein Traumata erlebt hat, dass er oder sie erzählen will, dass er einfach loswerden will. Und dann kann man den anderen wahrscheinlich schon mal auf die Nerven gehen. Ne? Haben Sie viel Verständnis gefunden? Ich habe einen guten Freundeskreis, in dem ich schon öfter mich mitteilen konnte, weil sie auch gefragt haben, wie geht's dir jetzt damit? Aber klar, jedes Mal kann man damit auch nicht kommen. Deswegen war das Tagebuchschreiben sehr hilfreich. Und das Auseinandersetzen auch damit, ja, ich habe es genannt, get your facts. Also ich habe in der Bücherei mir Bücher geholt, auch um zu wissen, womit habe ich zu rechnen, wenn jemand mit dieser Krankheit unterwegs ist. Ich habe im Internet gesucht und geforscht. Ich habe geguckt, was gibt es an Traumahilfe, an Traumareaktionen, an Autoren, an Menschen, die was veröffentlicht haben. Es gibt ja vieles, viele Hilfen. Unter anderem dann eben auch zu lesen und zu erfahren, dass man die eigenen Ressourcen stärkt und dass es 18 Monate dauert, bis man so eine Geschichte überwindet, war für mich hilfreich, weil ich in den Wochen danach gedacht habe, warum bist du noch nicht wieder normal? Ja, das müsste doch mal bald vorbei sein. Also zu wissen, du hast 18 Monate, das ist die Zeit, die Therapeuten der Seele geben zur Selbstheilung. Und da kann man alle möglichen Ressourcen aktivieren. Alles, was dir gut tut, solltest du verstärkt machen. Wenn das Musik ist, dann mach Musik. Wenn du ein Instrument spielst, dann spiel ein Instrument oder hör mehr Musik. Oder wenn du mit Kunst was hast, geh mehr in Museen. Wenn du einen Garten hast, mach mehr Gartenarbeit. Also alles, was Freude macht, was positiv ist, soll man verstärkt ins Leben einbauen. Und Termine streichen. Also viele Verantwortungen oder Verantwortlichkeiten, die man vorher hatte, gut durchgucken, was kann ich delegieren, was kann ich abgeben, weil die Seele braucht wirklich Zeit, um sich zu regenerieren. Ich wollte gerade nachfragen, weil andere Leute möglicherweise sagen würden, wäre es nicht sinnvoll, mich zu beschäftigen, damit ich das vergesse, aber das funktioniert nicht. Ja und nein. Also Routine habe ich als sehr hilfreich erlebt. Eine Arbeit zu haben, zu der man gehen muss, die man vielleicht gerade noch schafft. Vielleicht im Akutfall muss man sich dann mal 14 Tage oder 4 Wochen krank schreiben lassen, je nachdem, wie es einem geht. Aber die normale Routine kann auch eine große Hilfe sein, dass man wirklich auch gefordert ist, ich muss jetzt das Mittagessen kochen, ich muss die Kinder ins Bett bringen. Und es hilft auch, da nicht irgendwo zu versinken, auch im Selbstmitleid oder in einer Situation. Also eine Alltagsroutine kann was sehr Hilfreiches sein. Trotzdem sollte man in seinem Kalender schon gucken,
Also ich würde so formulieren, ich habe gemerkt, meine Festplatte ist wie überfordert. Also mein innerer Computer sendet Overload. Ja. Und da brauche ich wirklich auch wieder Freiraum, um zu gucken, wie erhole ich mich? Was kann ich meiner Seele Gutes tun? Und dafür braucht es schon auch wirklich Zeit. Und dann eben eine Verpflichtung zu streichen oder zu sagen, ich muss da mal kürzer treten. So, ich lebe an der Küste. Da gibt es auch neben anderen Schiffen Segelschiffe. Und bei Segelschiffen wissen wir, wenn die im Sturm mit vollen Segeln fahren, dann kentern die, dann sind die in Gefahr. Und so würde ich das auch für meine Seele sehen. Ich muss die Segel reffen, um wieder klarzukommen und aus dem Sturm rauszukommen. Nun, Sie haben eben ein paar Dinge erwähnt, die für Menschen wichtig sind und die man dann tun könnte. Bei Ihnen war es auch der Glaube. Wir Glaubenden haben allerdings ja auch die Tendenz, manches, wenn uns was Schlimmes passiert, das als eine Reaktion auf irgendetwas zu sehen. Also manch einer denkt vielleicht auch, bin ich jetzt bestraft worden für irgendwie etwas? Für Sie persönlich hat das, soweit ich das verstanden habe, keine Rolle gespielt, aber ist Ihnen das auch mal begegnet und was könnte man dann tun? Das ist mir begegnet bei meiner ersten Krise. Da haben das andere Menschen zu mir gesagt, dass ich doch vielleicht nach Sünde in meinem Leben schauen sollte und ob Gott mir damit was sagen will. Und das habe ich in dieser Krise durchgearbeitet und weit weg von mir gewiesen und gesagt, nee, selbst Jesus sagt, dass da hat keiner Schuld. In einer Stelle in der Bibel, wo es darum geht, dass ein behinderter Mensch da ist und jemand fragt, hat der Schuld oder haben die Eltern Schuld? Und Jesus sagt, keiner hat Schuld. Und das war für mich von daher sonnenklar in dieser Situation jetzt, dass da keiner Schuld hat. Warum diese Frau sich so entwickelt hat, später habe ich gedacht, was hat die in ihrem Heimatland erlebt? Wer weiß das? Das wusste nicht mal ihr Ex-Mann. Ob sie da selber Gewalt erlebt hat oder unter welchen Umständen sie da gelebt hat. Also ich weiß es nicht. Ich verurteile sie auch nicht. Sie tut mir auch leid auf eine Weise, dass sie ihr Leben eine solche Entwicklung genommen hat. Aber ja, sie hat sich mir gegenüber halt so verhalten. Klar, nützt alles nichts. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es für Sie persönlich eben auch etwas war, was Ihnen begegnet ist bei dem ersten Trauma. Aber umso überzeugender kam natürlich Ihre Antwort, die Sie an dieser Bibelstelle gefunden haben. Eine andere Reaktion auf das, was geschieht für gläubige Menschen, ist ja oft Wut. In den Psalmen ist das ja kein Problem, da tut man das ja. Also da wird dann auch nicht gerade geflucht, da wird doch schon das Elend herausgeschrien, auch Gott gegenüber. Ist das auch eine Hilfe grundsätzlich oder war es eine Hilfe für Sie? Also ich habe in meinem Leben erlebt, dass es keinen Sinn macht, nicht ehrlich zu sein. Dass Gott mein Herz nur da berühren und heilen kann, wo ich im Tiefsten absolut ehrlich bin, bis auf die Knochen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und das, was Sie gerade gesagt haben, habe ich auch erlebt, dass man ja als christlicher Mensch nicht wütend sein soll, keinen Zorn haben soll. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte auch Wut auf diese Frau und ich hatte auch Wut auf Gott und habe ihn nicht verstanden, warum er das, man sagt ja, es geht an, ich muss an ihm vorbei, er lässt es zu, was einem passiert. Und da, wo ich lebe, kann ich wunderbar ins Deichvorland gehen und habe so meine ganz einsamen Spaziergänge gemacht und habe da wirklich Gott auch angeschrien und gesagt, was denkst du dir dabei? Also, warum durfte die mir das antun und vor allen Dingen auch beim zweiten Mal? Warum durfte die jetzt wieder so nah an mich rankommen und mich angreifen? Und habe das richtig rausgeschrien. Ja, hat mir geholfen. Also Ehrlichkeit und auch wirklich in der Seelsorge zu sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es zutiefst nicht. Und dann aber auch zu erleben, wie Gott mir begegnet ist. Dann diese Frage, warst du da? Hast du das gesehen beim zweiten Mal? Und die steckt natürlich tief in einem drin. Und dann gehen wir ein paar Sonntage danach zum Abendmahl. Und ich kann es nicht erklären. Ich stehe da vorne und es wird ausgeteilt. Und in mir steigt ein Weinen von ganz tief unten auf, sodass es wie war, Gott, ich weine jetzt vor dir, dass mir das wieder geschehen durfte. Und du hast zugesehen. Und ich glaube, der Mensch, der das ausgeteilt hat, der war etwas irritiert. Aber das war ein heilsames Weinen. Ich habe mich dann erstmal ein bisschen verzogen und mich ausgeweint, aber danach hatte ich keine Zweifel mehr, dass Gott da ist, dass er es gesehen hat und dass er mich im Blick hat.
das noch zum Schluss, über Ihre Webseite beraten Sie ja auch Leute? Nein, ich bin keine Fachfrau. Also ich biete keine Beratung an. Ah, okay. Ich habe das so verstanden, über Ihren Blog gibt es natürlich Reaktionen. Also meine Webseite ist so gedacht, dass ich meine Geschichte erzähle. Aber ich möchte, dass auf dieser Webseite viele Menschen ihre Geschichten erzählen. Und dass sie auch erzählen, wie der Glaube ihnen durchgeholfen hat. Also es sind jetzt 5 Geschichten auf der Webseite drauf, alle dann, die in eine unterschiedliche Richtung gehen. Und es ist so etwas wie eine virtuelle Selbsthilfegruppe, eine unbegleitete virtuelle Selbsthilfegruppe. Weil das andere, ich kann es fachlich überhaupt nicht. Ich bin keine Fachfrau in Richtung Psychotherapie oder Traumatherapie. Und ich möchte, dass Menschen erfahren, wie Christen und Christinnen durch Krisen gehen und wie ihnen der Glaube geholfen hat. Weil es ist die Kraft Gottes. Wir haben es so oft im Kopf, aber es ist die Kraft Gottes, die wir erfahren können in diesen Krisen und die Menschen vielleicht neugierig macht, danach zu fragen, könnte mir das auch helfen. Das Gefühl, ich bin nicht alleine, hilft schon ganz, ganz vielen Menschen. Und ich lade Menschen ein, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich bin auch dankbar, dass es eine Übersetzung in schon mehrere Sprachen gibt. Und auch da lade ich Menschen ein, wenn die ehrenamtlich, ist alles ehrenamtlich, wenn sie ehrenamtlich bereit sind, mit Sprachübersetzungen zu dienen für diese Geschichten, dann bin ich froh und dankbar, wenn das weitergetragen wird. Danke, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben und hoffentlich einige Menschen Mut gemacht haben. Alles Gute Ihnen. Danke. Liebe Zuschauer, auch Ihnen heute ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.